Ich bitte um Nachricht. Also alles, was ich hier gehört habe, ist für mich völlig neu. Ja? Also, vielleicht hängt das damit zusammen. Sie müssen sich vorstellen, im Jahre 1960 sitze ich in der Studentenbude in Bonn und höre über das Transistorradio eine Rezension von Gerhard Zwerens, der gerade aus der DDR geflüchtet war, und er liest Teile des rezensierten Buches vor, und ich bin hell entflammt, laufe zur Universitätsbibliothek Bouvier, Universitätsbuchhandel Bouvier in Bonn, und sagt, ob sie das Buch Illuminationen von Walter Benjamin hätten. Und sagte, den Autor hätten sie noch nie gehört, und sie würden in Frankfurt anrufen, ob es das Buch überhaupt gibt. Ja? Und sie rufen an, das Buch gibt es wirklich. Und ich war also offensichtlich in Bonn der Erste, der überhaupt dieses Buch in die Hand nahm. Und das war eigentlich die Buchhandlung, wo alle Professoren ihre Bücher hatten. Und so fing das alles an. Dann ein Jahr später das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit, dann das Ornament der Masse von Krakauer. Und dann schließlich entdecke ich, als ich in Amsterdam studiere, das Buch von Ernst Schumacher, ein leicht stalinistisch inspiriertes Buch über die frühen dramatischen Versuche Bertolt Brechts, mit einem unglaublich materialreichen Kapitel zur neuen Sachlichkeit. Das war, und ich entschließe mich zur neuen Sachlichkeit zu arbeiten. Dann lese ich von Wilhelm Reich, Massenpsychologie des Faschismus, ja, und sage so, jetzt kann ich auch über Falladas kleine Mambas Nubu was sagen. Also quasi, das ist quasi der theoretische Apparat, mit der ich durch die Antiquariate wandere, denn es gab ja nichts von dieser Literatur damals, ja. Und auf diese Weise kommt dann dieses Buch 1970 über die neue Sachlichkeit zustande. Ein Vierteljahrhundert später, 1995, veröffentliche ich dann noch den langen Essay Der Habitus der Sachlichkeit. Und quasi das andere ist, dass für mich die Sachlichkeit nun nicht mehr eine Frage der Erkenntnistheorie ist, sondern eine Frage des Habitus wird, das ich versuche auf 60 Seiten da zu entfalten. Das ist ein Kapitel in Hansas Literaturgeschichte als Sozialgeschichte, und ich warne alle, schreiben Sie niemals ein Kapitel in einer Literaturgeschichte, es wird nämlich nicht wahrgenommen. Ja? So ist das Schicksal dieses Aufsatz Habitus. Okay. So. Und jetzt, nachdem ich mich wirklich fast ein Vierteljahrhundert nicht mehr mit befasst hatte, soll ich was über eine Sachlichkeit sagen, und zwar über einen Roman, den ich zum ersten Mal dann für diese Konferenz gelesen habe, über Brongabers Roman Karl und das 20. Jahrhundert. Ein Motto habe ich dem vorausgestellt, was mich sehr verblüfft hat. Das ist ein Satz von Peter Sloterdijk aus seinen Tagebüchern von 2008, wo er sagt: Seit längerem habe ich das Gefühl, dass nichts so subversiv ist wie Zahlen. Ja? Der zitiert eine Statistik, um dann auf diese Erkenntnis zu kommen, macht aber dann weiter nichts daraus. So, die neue Sachlichkeit ist ein Schwellenphänomen, temporär auf- und untertaucht. Sie setzt die naturalistische Entzauberung, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts das Lebendige in chemische, trigonometrische und physikalische Prozesse auflösen und keine metaphysischen Hinterwelten zulassen wollte, in Literatur und Medien fort. Der Mensch gilt inzwischen nicht mehr als Schauspiel gehirnphysiologischer Vorgänge, wie noch im 19. Jahrhundert, sondern an die Stelle der naturwissenschaftlichen Determinanten treten, vorbereitet durch verschiedene Strömungen des Materialismus, schon im Naturalismus Kategorien des Wirtschaftslebens und schließlich Daten der Statistik auf. Es triumphiert das Denken des Außens, wie Foucault sagt. Eine Außenansicht des Menschen, welche die innere Selbsterfahrung nur noch als Epiphänomen gelten lässt. Der Schwerpunkt der Dinge, heißt es in Brungabers Roman, war in das Außen verlegt. Und das Außen wurde offenbar in seiner härtesten Form von statistischen Daten erfasst.
Selten wird in der sachlichen Literatur dieses Verfahren so radikal angewandt wie in Brunnengrebers Roman. Überraschenderweise findet man diese Art der Entzauberung durch statistische Zahlen schon im letzten Kapitel von Thomas Manns Roman Der Zauberberg. Der Erzähler fühlt sich gezwungen, aus der Schattensicherheit des Erzählens herauszutreten, um die Beschreibung des Schicksals seines Helden, dessen Lebensgeschichte der Roman subtil entfaltet hat, beim ersten Angriff der Regie großer Zahlen zu überlassen. Der Soldat Hans Castorp geht 1914 in der sich allmählich verringernden Stärke der angreifenden Heeresmassen verloren. Zitat: Sie müssen hindurch, die 3000 fiebernden Knaben. Sie sind 3000, damit noch ihre 2000 sind, wenn sie bei den Hügeln, den Dörfern anlangen, denn das ist der Sinn ihrer Menge. Sie sind ein Körper, darauf berechnet, nach großen Ausfällen noch handeln zu können. Also ich kann das nicht lesen, gegenwärtig, in der gegenwärtigen Situation finde ich das für eine unglaubliche Sinnfälligkeit, was da beschrieben wird. Der Sinn ihrer Menge ist im Krieg statistisch ablesbar. Dem hätte Otto Narrath wahrscheinlich zugestimmt. Und Brungaber stimmt damit überein, wenn er darauf hinweist, dass mit, Zitat, mit Grodek, wir erinnern uns an Georg Trakls Erfahrung mit diesem Ort, alle Kriegsfantasien, wie Brungaber sagt, in einer ungeheuren Einfachheit, und zwar in der Einfachheit der statistisch zu ermittelnden Zahlen der Verluste, zugrunde gehen. Hatte die moderne Literatur bislang die Entzauberung des humanistisch getönten Menschenbilds durch Kopernikus, Marx, Darwin, Nietzsche und Freud noch recht und schlecht verkraftet, so blieb ihr doch lange nicht so fremd, nicht so uninkorporierbar wie die Statistik. Allerdings, der Vortrag von Kogos weist uns auf viele Quellen hin, in der die Statistiken auch schon, vor allen Dingen in Theaterarbeiten, inkorporiert werden. Rudolf Rungaber zeigt in seinem Roman Karl und das 20. Jahrhundert, welche Zerrüttung nicht nur die Form des Romans, sondern auch die des Individuums erleidet, wenn das literarische Schreiben sich statistische Daten im globalen Maßstab einverleibt. Statistik ist immer auch eine Art der Wahrnehmung, für die Luhmanns Satz zutrifft: Was wir über die Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Medien. Auf der Flucht vor der dystopischen Vision, der Mensch könnte, wie Brungaber schreibt, ein automatisches Dividuum werden, wie Theoretiker der Sowjetunion es offenbar anstreben, kollagiert Brungaber statistische Daten, die er den Medien von Otto Narrats Papieren bis zu Meldungen der Massenpresse entnimmt. Mit Schere und Leim bastelt er aus ihnen eine Wirklichkeitspanorama, in dem der Einzelne nur als Schnittpunkt fern globaler oder unheimlich naher Kräfte vorkommt und seine Moral zum Tode führt. Zitat Brungaber: Der Selbsterhaltungstrieb ist zu allen Zeiten wirksamer gewesen als alle moralischen Systeme. Und damit formuliert Brungaber eine Leitlinie der neuen Sachlichkeit. Für den unaufhaltsamen Prozess der Rationalisierung, den Brungaber beschreibt, gilt, was Nietzsche in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts beobachtete, wenn er sagt: Entwicklung will nicht Glück, sondern Entwicklung will nur Entwicklung und weiter nichts. Ein unglaublich wichtiger Satz, der bis heute, glaube ich, in der Naturwissenschaft Geltung hat. In diesem Sinn schildert Brungaber die Eigendynamik des Taylorismus, die in einem Weltwirtschaftsapparat mündet, in dem die Erde wie ein Verwaltungskörper traktiert wird. Darin spielen die Deutschen die Rolle, Zitat, der Römer des technischen Zeitalters. Ihr Land, das noch gestern ein Gefälle von Äckern gewesen war, mit armen Obstbäumen drin, verkrustete sich rapid zu Eisen und Braun. Das könnte auch von Oswald Spengler stammen. Man orientiert sich durch Zählung, dekretiert Otto Narrath 1928. Insofern die Literatur der nahen Sachlichkeit ein Medium lebensweltlicher Orientierung auf der Grundlage empirisch vermittelter Daten sein will und ein Personal vorführt, das die Orientierung verliert,
Das ist vorerst mal eine Definition des Gebrauchs erster Wahlsachlichkeit. Müssten hier die großen Zahlen der Statistik eine zentrale Rolle spielen? Dass das selten der Fall ist, hängt mit Implikationen der schwierigen Vermittlung von Zahl, Bild und Wort zusammen. Gernot Waldner zitiert Neurath, der seine Bildstatistik mit der Parole rechtfertigt: Worte trennen, Bilder verbinden. Neurath betont die Unangemessenheit des Worts in der Wissensvermittlung. Umso schwieriger musste die Einordnung statistischer Daten in einem Roman sein. Während die Bildstatistiken bei Neurath die Diskussion, wie Waldner schreibt, die Diskussion von Hypothesen über empirische Zustände anregen sollte, treten sie im Roman als Fakten auf. Neuraths Bildstatistiken sollten, wie Waldner schreibt, das Verhältnis zwischen sinnlicher Wahrnehmung und logischer Kategorisierung regeln. Er verließ sich auf das grafische Vokabular des konstruktivistischen Malers Gerd Arndts und Marie Rainemeister. Eine vergleichbare Transformation konnte Brungaber im Roman nicht erfinden. Rudolf Brungabers Roman Karl und das 20. Jahrhundert, in dem gefühlt, man müsste das statistisch auch mal ausrechnen, 60% der Textmasse von statistischen Daten dominiert werden, demonstriert auf erkenntnisgewinnende Weise, dass diese Vermittlung scheitert. Auf der einen Seite gibt es Daten, welche die Eigendynamik der Rationalisierung an abstrakter Zahlensymbolik vor Augen führen sollen. Auf der anderen Seite gibt es die Ahnung, dass dieser Prozess den Einzelnen in der Form des Zufalls trifft. Nach einer langen Serie von statistisch ermittelten Daten heißt es, von all diesen Begebenheiten erfuhr Karl Lagner nichts. Oder das kleine Weib wusste davon überhaupt nichts. Oder der kleine Mann sieht heute allgemein noch weniger als in früheren Zeiten das Ende der Fäden, an denen er hängt. Zeitungen und Lautsprecher des Rundfunks bilden die Quelle der Daten, die der Roman anführt. Brücken der globalen Daten zur Lebensgeschichte Lagners fehlen fast immer. Zwar heißt es, der Lebensfaden des kleinen Karl ist das große Netz gefädelt, um auf den folgenden Seiten den Gang des Unentrinnbaren von der Kohleförderung Deutschlands bis zur Erfindung des Schnelldrehstahls durch Täler darzustellen. Die Einfädelung von Lacklers Leben in diesem Prozess verliert sich in einem Schicksal, das er selbst verschuldet zu haben scheint, indem er seinem Gerechtigkeitstick folgt. Die Leerstellen, die Lücken zwischen den Daten der Statistik und dem Lebenslauf des Helden intensivieren allerdings die Fremdheit des anonymen Bedrohungspotenzials, dem Brungabers Mensch ausgeliefert ist. Er kann sich anhand dieser Zahlen nicht orientieren. Wenn es schon zu Beginn des Romans heißt, die Zeit schickt sich an, exakt zu werden, so zeigt der Roman das Ausmaß der Entfremdung, in dem sich der Raum der Exaktheit als Raum einer, Zitat, monumentalen Fremdheit vom Schicksal des Individuums entfernt hat. Zeitungen und Lautsprecher des Rundfunks bilden in Brungabers Roman die Quelle der Daten. Ihr Publikum ist bei ihm aber nicht die zeitungslesende Menschheit, wie er sagt. Das konsumierende große Publikum wird von ihm auch als eine neue kapitalistische Klasse begriffen. Eine rätselhafte Wendung, die vielleicht andeutet, dass die Passivität der zeitungslesenden Massen in einen Angriffsmodus transformiert werden könnte. Die Generatoren der statistischen Daten, die es in die Zeitung schaffen, bleiben im Roman im Dunkeln. Nur einmal wird ein Konjunkturforschungsinstitut genannt, ein anderes Mal ein statistisches Amt in Chicago. Wenn Otto Neurath fordert, dass die Arbeiterschaft selbst über den statistischen Erhebungsapparat verfügen müsse, wirft das die Frage auf, inwiefern sich die Arbeiterschaft mit Hilfe der hier offerierten Zahlen orientieren sollte, die in der Regel nicht von ihr selbst, sondern vom Klassenfeind erhoben worden sind. Das Wort fehlt im Roman. Eher suggeriert der Roman, dass die großen Zahlen von wertneutralen Instanzen ermittelt wurden. Waldner wird darüber, glaube ich, noch genaueres sagen.
Wenn ich vom Scheitern der Vermittlung von Statistik und Biografie im Fall von Brungraber spreche, wirft das die Frage auf, inwiefern im Fall von Neurath's Piktogrammatik die Vermittlung von Zahlen und Massenaufklärung glückt und was ein Äquivalent der objektivierten Mengensymbole der Piktogramme in der Literatur sein könnte. Na, sachlich ist die Umhüllung der Lebenspraxis des Helden durch Massenpresse und Rundfunk als elementare Medien der Orientierung. In Berührung mit der wirklichen Welt kommt Karl erst in einem anderen Medium. Er sieht im Grand-Kino Naturaufnahmen, das ist wahrscheinlich ein Begriff für Dokumentarfilm, er sieht im Grand-Kino Naturaufnahmen aus dem Russisch-Japanischen Krieg. Um dann in einem Sprung fortzufahren, Mr. Rockefeller sah an diesem Abend sein Vermögen auf eine halbe Milliarde und sein jährliches Einkommen auf 72 Millionen Dollar angewachsen. Ein statistisches Daten in Chicago stellte fest, dass sich der jährliche Wert der industriellen Produktion Amerikas in den letzten 7 Jahren, seit 1897, von 7 Milliarden Dollar auf 15 Milliarden erhöht hatte und die amerikanischen Ingenieure, einer ernannten Mr. Taylor in der American Society of Mechanical Engineers zum Vorsitzenden. Karl taucht vor allem in populäre Abenteuerromane ein, worin sich aber selten Spuren von Naturausnahmen der Wirklichkeit finden lassen. Auf den letzten 10 Seiten des Romans wird er von Regeln des neusachlichen Genres, die Verlassenheit des Menschen als Schicksals nahelegen, eingefangen. Plötzlich herrscht Kästners Atmosphäre, Babylon Wien. Karl Lackner posiert splitternackt, auch nur noch Haut und Knochen, ein Professor, der ihn für eine Aktstudie für die Gestalt des heiligen Sebastian engagiert hat. Er ist körperlich so abgewrackt, dass er gerade noch das Zeug hat, als Anschauungsmaterial für ein Bild des Märtyrers zu dienen, auch wenn er damit in den Ruf des Schwulen kommen könnte. Eine Situation nach dem Geschmack der nahen Sachlichkeit, die den Akt der naturalistischen Entzauberung in erster Linie nicht als Verfahren der Aufklärung, sondern die Verletzung moralischer Normen als Quelle ästhetischer Lust entdeckt. Wollte man nach diesen Überlegungen zusammenfassen, um das Phänomen der nahen Sachlichkeit zu umreißen, so ließe sich vielleicht Folgendes feststellen. Ich war überrascht, wie gut mir gefallen hat von Johannes Pankau, Einführung in die Literatur der nahen Sachlichkeit. Das finde ich ein schön, halte ich für eine hellsichtige Einführung. Wie Johannes Pankau gehe ich davon aus, dass die nahe Sachlichkeit ein Oberbegriff für eine Vielzahl von literarischen Versuchsanordnungen ist, die sich an Formen der Realitätswiedergabe wie an dem Gebrauchswert orientieren. Durchgängig folgt diese Literatur der Tradition der naturalistischen Entzauberung und berührt sich mit Strömungen der Soziologie, Wirtschaftswissenschaft, Ethologie und Psychoanalyse. Wenn diese Berührungen nicht explizit vorgeführt werden, erfreut sich der Nachbarschaft zum magischen Realismus, für den alles mit allem zusammenhängt. Denn es geht um eine gespenstische Gegenständlichkeit. Sie erkennen, dass Regeln fast jedem Aspekt unseres Lebens zugrunde liegen. Sie manifestieren sich in Verhaltenslehren, juristischen Traktaten, Militärhandbüchern und Kochrezepten, aber auch in überzeitlich gültigen Algorithmen und Modellen der Statistik. Die Protagonisten der nahen Sachlichkeit erkennen in Neuraths Satz, man orientiert sich durch Zählung, ein feindliches Realitätsprinzip. Das Denken des Außen findet seinen extremen Ausdruck in der Statistik. Ihr liegt Neuraths Erkenntnis zugrunde, dass sich menschliche Massen viel gleichmäßiger verhalten, als man nach dem verschiedenartigen Leben und Treiben der Menschen erwarten sollte. Massen verhalten sich regelkonform. Das ist nicht nur eine Erkenntnis konservativer Massenpsychologie. Robert Musil staunte, dass die Zahl der Verbrechen ebenso wie die Zahl der Selbstmorde in der Steiermark annähernd gleich bleibt. Das ist unprognostizierbar. Er nannte das die statistische Entzauberung.
In Kenntnis der Regeln kann die Statistik Bewegungsabläufe aufzeichnen und prognostizieren. Umstritten bleibt, wer oder was die zentrale Steuerungsinstanz der Bewegungsabläufe ausmacht. Bei Grundgaber sind es die Wirtschaftsleute oder die Agenten der Taylorisierung. Der Ort einer ungewissen und verdunkelten Steuerungszentrale ist hart umkämpft. Er ist auch die Einbruchstelle von Verschwörungstheorien oder des magischen Denkens, das überall im Feld der Natur und der Gesellschaft ein hermetisch geschlossenes System von Regeln vermutet. So kommt es zur Nachbarschaft von neuer Sachlichkeit und des magischen Rhythmus. Pankow geht davon aus, dass der Versuchsanordnung der neusachlichen Literatur ein Pakt zwischen Autorintention und Leseerwartung, die beide auf ein mittleres Maß gestapelt, zugrunde legt. Moritz Basler übernimmt diese Einschätzung, wenn er sagt, dass diese Neusachlichkeit eine postemphatische Wiederkehr von sehr leicht lesbaren Texten sein soll. Und damit ist das für seine Vernichtungsurteil über diese Art Literatur gefällt. Brungaber konstatiert, dass der Selbsterhaltungstrieb zu allen Zeiten wirksamer gewesen ist als moralische Systeme. Diese Erkenntnis einer Nietzsche-lesenden Generation findet man in fast allen sachlichen Romanen, in denen die Heldinnen oder Helden dem moralischen System den Kampf ansagen, um zu überleben. Es geht ums Überleben. Aber trotz und mit ihrem Selbsterhaltungstrieb zugrunde gehen, weil sie dem Regelsystem der kapitalistischen Ordnung das Moral- und Selbsterhaltungstrieb überwölbt unterworfen lassen. Dankeschön. Vielen Dank für die Ausführungen. Vielleicht geht es Ihnen Themen Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag. Zwei Ergänzungen hätte ich. Das eine ist irgendwie zu den Erhebungen der Statistiken und zum Klassenfeind. Ja, wer erhebt das? Ist das der Klassenfeind? Notwendigerweise, ich meine, zumindest für Wien kann man sagen, dass Institutionen wie die Wirtschaftspsychologische Forschungsstelle, die meisten Jugendvereine und so weiter auch Statistiken oben haben, von neuer zahlreiche Artikel hin, die zu der emanzipatorischen Wirkung der Statistik erschienen sind. Das heißt, sowohl die Erhebung als auch der Einsatz der Statistik hat dann nicht notwendigerweise was mit Klassenfeind zu tun, auch wenn man das natürlich irgendwie bei anderen Statistiken nicht sagen kann. Das heißt, da kann man differenzieren. Und jetzt am Ende haben Sie über die überzeitliche Geltung der statistischen Modelle gesprochen. Also, da wäre es auch interessant, von Christian die Meinung zu hören. Es gab ja auch die Debatte zwischen einer subjektivistischen und einer objektivistischen Grundlegung der Statistik. Ja. Also die Statistik sozusagen, dass Wahrscheinlichkeit weder ein Glaubenssatz ist, ja, oder dass Wahrscheinlichkeit nur durch Zählungen erwiesen werden kann. Und die Frage wäre auch, wenn man die objektivistischen Zählungen durch Zählung folgende Modelle anhängt, ob das dann auch überzeitlich ist, oder man sozusagen die Empirie braucht, damit sich das Modell ändert. Das weiß ich, was ich technisch nicht kenne, aber ich kenne die Debatte auch der Zeit zumindest. Ja, das habe ich mir alles aufgeschrieben, ne? Denn das korrigiert meine Vermutung und danke. Das macht meinen Text ja besser, ne? Okay. Ja, dann kommt zu dieser Rolle der Statistik. Also, was ich interessant im Roman jetzt was ich interessant finde, war die Stelle, wo im Roman die Destruktionskraft oder die sozusagen die Zahlen, die im Ersten Weltkrieg für Destruktionsmittel sozusagen ausgegeben werden oder verwendet werden, dann umgerechnet werden in die Möglichkeiten der Produktion, die man mit demselben Aufwand oder mit denselben Geldmitteln zum Beispiel oder auch Menschenmaterial, wenn man so nennen will,
schaffen hätte können. Ja? Also sozusagen diese, also es geht, weil du die Frage auch gestellt hast, wie geht der Roman jetzt eigentlich mit diesem statistischen Material um? Und ich, an der Stelle denke ich, gibt es sozusagen eine Art, ja, sozusagen ein Einsatz der Vorstellungskraft, ja, ja. Die sozusagen dieses statistische Material weiterdenkt, ja, und sozusagen dann in einer Art Möglichkeitsdenken, ja, eine Alternative zu dem realen historischen Verlauf entwirft. Jetzt ist natürlich die Frage, ob dadurch dieser Determinismus, den man vielleicht auch in dem Roman spüren kann, aufgehoben wird und es als reines Gedankenspiel erscheint, oder ob da wirklich auch sozusagen an der Stelle zum Beispiel eine Art Gegenprogramm zu dieser Übermacht des Faktischen oder irgendwas so auch entworfen wird. Ja, das sozusagen mit dieser Statistik ja auch kreativ umgegangen. Ja, das glaube ich, aber ich denke, dass das nur an ganz wenigen Stellen der Fall ist. Manchmal hängt da überhaupt nichts mit dem zusammen, mit dem Lebenslauf von dem Karl und dem Schicksal von Taylor in Amerika. Ich meine, aber die haben vollkommen recht. Es gibt welche, wo das wo ein Gegenprogramm Vorstellungskraft gewinnt. Das stimmt, ja. Das müsste man also insofern differenzieren, indem man diese Stellen nochmal sich vornimmt. Ja, stimmt. Also Christian Lambeck. Ja, ich wollte nur diesen Punkt aufgreifen mit Robin. Das ist ja gestern auch in der Diskussion immer wieder angekommen. Mit dieser magische oder Gegenständlichkeit. Und ich, also wenn die Frage ist, wenn man das umwendet auf diese Statistiken oder den Wahrscheinlichkeitsbegriff, dann gibt es ja da tatsächlich zwei Strategien. Und die eine wäre die, zu sagen, dass das, was diese Statistiken repräsentiert, sozusagen die objektive Wirklichkeit ist. Und dass da eben wirklich so ein deterministisches Bild dann herauskommt in gewissem Sinn. Und die andere Strategie wäre aber dann die zu sagen, dass letztlich diesen Statistiken irgendwie so eine Strategie sind, mit dieser magischen Realität zwar fertig zu werden, dass sie aber keineswegs ein etwas Objektives sind. Und mein Eindruck wäre, dass also im Wiener Kreis hat beide Strategien gegeben. Es gibt also diesen radikal objektivistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff bei Popper. Es gibt dann bei Reichenbach gibt es diese Idee, so eine frequentistische Wahrscheinlichkeit zu verstehen. Aber wie das bei Neuland ist, weiß ich nicht. Da würde Günther vielleicht was dazu sagen können. Aber mein Eindruck ist, dass im linken Flügel des Wiener Kreises, also zumindest bei Kader, aber bei denen auch bei Neurath, da eher so ein subjektivistisches Wahrscheinlichkeitsverständnis eine Rolle spielt. Und da wäre die Idee die, dass eigentlich zwar natürlich diese Zahlen irgendwie objektiv sind und das sind nur objektive Werte, aber das, was wir dann aus den Zahlen machen, ist wiederum auch beladen mit einer bestimmten Form von Subjektivität. Und also das ist ja heute in der Wahrscheinlichkeitsdiskussion auch eigentlich die Mainstream-Position, die dann irgendwie daraus herauskommt, ist der sogenannte Bayesianismus. Wo man sagt, ich habe immer eine subjektive Auffassung von Wahrscheinlichkeit und das, was mir die Daten sagen, dient lediglich diese subjektive Auffassung abzudecken. Und es wird aber nie ganz objektiv. Also meine Idee wäre, dass unter Umständen das, was diese Statistiken hier bedeuten könnten, ich bin mir aber nicht sicher, ob es nicht kompletter Unsinn ist, irgendwas zu tun haben könnte mit dieser magischen, gespenstischen Realität. Also es sind gewissermaßen, wenn man das jetzt wertend sagen will, die hilflosen Versuche,
derer, die an die Wissenschaft glauben und an die Möglichkeit, mit Wissenschaft die Wirklichkeit einzufangen, diesem Gespenstischen irgendwie mehr zu werden. Und hilflos ist es deshalb, weil wir vornherein sagen, die Realität ist einfach so komplex, dass wir sie nie deterministisch auffassen. Und das hat Neurath, glaube ich, auf jeden Fall gesagt. Also für Neurath ist er ist ein Indeterminist, ganz dezidiert, und Habermas genauso. Und irgendwie, glaube ich, könnte das zusammenhängen. Also das Gespenstische, das Magische, darin liegt, dass wir diesen subjektiven Aspekt nie ausschließen können. Obwohl wir natürlich daran glauben, dass es eine objektive Wirklichkeit gibt und dass die Wissenschaft sie in gewissem Sinn abbildet, aber das führt nie zu einem vollständigen oder irgendwie deterministisch abgesicherten. Ja, Damok, das finde ich eine unheimlich spannende Sache. Die Frage ist nur, was Bodengraber davon mitkriegt. Ja? Ja, ja. Und das, glaube ich, das ist der entscheidende Faktor, den Sie jetzt bei Neurath feststellen, ja, der subjektivistischen Wahrscheinlichkeitsdenken, dass das bei ihm nicht ankommt. Ja? Sondern das sind Fakten. Ja? Was er der Statistik entnimmt, hat für ihn den Anspruch, ganz harte, objektive Fakten zu sein. Aber das ist sehr spannend. Ne? Ja, mir hat es sehr gefallen, dass also diese Verbindung, die Sie gestellt haben zwischen Exaktheit, geschützt auf statistischen Daten, auch wenn Sie es jetzt ein bisschen relativiert haben, dass es für den Bodengraber nur die nackten harten Zahlen wären und dieser Wirkung, die Sie dann auch auslösen im Roman, einer zunehmenden Verstärkung der Fremdheit. Auf der anderen Seite, habe ich spontan in mir gedacht, das ist vielleicht genau der Punkt, nicht, also der diesen Roman so interessant macht, auch noch am Ende sozusagen dieser Periode neue sachliche Romane. Auf der anderen Seite spüre ich aber ein bisschen durch, dass ich eine gewisse Reserve habe, dass daran vielleicht der Roman auch eigentlich scheitern würde. Oder gehe ich da in meiner Wahrnehmung zu weit? Das ist so eine Beobachtung, die mir da aufgefallen ist, aber weil ich grundsätzlich eher zu dieser ersten Position, die ja auch in Ihrem Vortrag stark gemacht wird, auch persönlich tendiere. Und dann habe ich eine zweite kleine Anmerkung, weil dieser Hinweis auf diesen Begriff des Dividuums gefallen ist. Könnte es nicht sein? Also 1926 ist eine Schrift von René Philip Miller erschienen, der ist im Gesicht des Bolschewismus. Kenne ich gut. Ist das ein tolles Buch, ja. Ja, ich vermute, dass auch der Kapper diese Schrift vielleicht gelesen haben könnte, weil das ja auch eine der ersten Sowjetunion-Darstellungen ist, die sich intensiv auf Bildmaterial, auf sozusagen Wirklichkeitsmarker, auf statistische Daten auch, soweit sie ihm zugänglich waren, aber auch sehr deutsch ist. Ja, wenn es Ihnen je gelingt, im Antiquariat nochmal den Band zu kriegen, Geist und Gesicht des Bolschewismus von Philipp Müller, 1926, dann ein wahnsinnig tolles Buch. Ist das mit all den konstruktivistischen Malern drin, alles. Und eine unglaublich hält sich die in Einschätzung der Checker, dass die ganze Szene von der Checker dominiert wird. Also, das ist schon toll. Das war, Philipp Müller war damals ein Erfolgsautor. Inzwischen hat man ihn vergessen, aber dann, ich habe darüber nur dann ein Kapitel. Ich habe darüber ein Kapitel geschrieben, wo man es nicht erwartet, nämlich über den Großinquisitor. Weil bei Philipp Müller. Bitte? Ja, die Geschichte der Jesuiten, eine Geschichtsdarstellung, das ebenfalls sehr interessant ist. Also ganz vergessener Autor, dessen Ausgangspunkt das Café Imperial war. Davon startet er. Und sammelt die Nachlassbestände von Dostojewski in der Sowjetunion, denn die Sowjetunion will nichts von Dostojewski, in dem Zeitpunkt nichts von Dostojewski
wissen. Die Frage, das Scheitern, ja, ich glaube, das scheitert in dem Versuch der Kombination von statistischen Daten und Biografie, aber ich halte es für ein großes Verdienst des Romans, dass Erkenntnisgewinn scheitert. Ja? Wieso das nicht? Du könntest das ganze Zahlenwerk als, wie er sagt, schreckliches Monument einer Fremdheit ist, ja, mit dem der Mensch nichts anfangen kann. Das macht er klar. Also das macht der Roman schon klar. Also ich finde, das ist ein erkenntnisgewinnendes Scheitern, diesen Roman, aber ja.